Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick der Fichtensteinpilze. Insgesamt war das Pilzjahr 2021 ja eher das Jahr der Morcheln, Lorcheln und Werpeln sowie der Leistlinge und Reizker. Dennoch haben sich bei uns im Pilzjahr 2021 auch einige Fichtensteinpilze finden lassen und vor allem im September ja, hat es richtig Spaß gemacht, die Fichtensteinpilze zu sammeln. Allerdings begann das Jahr für die Fichtensteinpilze zunächst schon ein paar Wochen später als gewohnt und nach ein bis zwei wirklich bombastischen Wochen im September war dieses Jahr bei uns in Oberbayern dann auch gut 2 Monate früher Schluss mit den Fichtensteinpilzen. Es ließen sich zwar auch nach der Monatsmitte im September und teilweise auch noch ganz, ganz vereinzelt im Oktober ein paar Fichtensteinpilze finden. Insgesamt kann man vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, vor allem im Oktober und November, dann aber wirklich von einem Totalausfall bei den Fichtensteinpilzen sprechen. Da sich aber vor allem im Juli, August und wie beschrieben dann in den ein, zwei Wochen im September immer wieder schöne Fichtensteinpilzfunde machen haben lassen, war das Jahr der Fichtensteinpilze bei uns zwar etwas unterdurchschnittlich, aber trotzdem war es schön und ergiebig. Anders als in den letzten Jahren kam es dieses Jahr aber noch stärker darauf an, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Die Wachstumsschübe bei den Fichtensteinpilzen waren in der Regel nämlich nicht nur weniger, sondern waren auch deutlich kürzer. Die Wachstumsschübe erstreckten sich in den letzten Jahren dann doch immer wieder über 2 bis 3 Wochen, und dieses Jahr waren es mit ein, zwei Wochen deutlich, deutlich kürzer. Da wir zwar vor allem im Juni und Juli viele Unwetter mit erheblichen Niederschlägen hatten, nach dem August aber dann doch viele längere Trockenphasen dabei waren, könnte da durchaus der Wassermangel mit ein Grund für das vergleichsweise frühe Ende bei den Fichtensteinpilzen gewesen sein. Insgesamt war das Pilzjahr 2021 aber wie schon gesagt auch einfach nicht das Jahr der Röhrlinge. Da haben sich eher andere Gattungen hervorgetan, die da übers Jahr verteilt mit teilweise erheblichen Massenvorkommen dann aufgefallen sind und die Röhrlinge waren einfach insgesamt ein bisschen mehr hinten dran dieses Jahr. Fest steht auf jeden Fall, nach einem unterdurchschnittlichen Jahr kommt hoffentlich wieder ein überdurchschnittliches Jahr und deshalb sind wir jetzt schon gespannt, wann sich 2022 die ersten Fichtensteinpilze zeigen, beziehungsweise wie lang sich die Fichtensteinpilze im kommenden Jahr dann finden lassen. Es bleibt auf jeden Fall wie immer spannend, kein Pilzjahr ist wie das andere. Ich lasse euch jetzt mit den Bildern allein, es gibt ja fast nichts Schöneres als das Ernten von wunderbar schönen Fichtensteinpilzen. Wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video und noch ein schönes restliches 2021 und dann natürlich einen guten Start ins neue Pilzjahr.